Ich bin fest überzeugt, die Politik finanziert immer, was sie finanzieren will. Und was sie nicht finanziert, das will sie auch nicht finanzieren. Das sieht man nicht nur an der Steuerpolitik, das sieht man auch daran, welche Posten im Haushalt wachsen und welche nicht wachsen. Das ist ja ganz frappierend teilweise. Also nehmen Sie den Bundeshaushalt. Es gibt da viele Etats, die wachsen eigentlich höchstens mit der Inflation. Und es gibt einen Etat im Bundeshaushalt, der wächst sagenhaft schnell. Der ist allein in diesem Jahr um 8% gewachsen. Nächstes Jahr soll er wieder um etwa so viel wachsen. In überschaubarer Zeit soll er sich, wenn es nach Frau Merkel geht, sogar verdoppeln. Das ist nicht der Zuschuss zur gesetzlichen Rente, um Gottes Willen. Da hätte Herr Schäuble sofort seine schwarze Null in Gefahr gesehen. Sondern das ist der Rüstungsetat. Und ich finde, alleine das zeigt. Das heißt, es sind die Ausgaben für Panzer, für Waffen, für Mordgerät. Und ich finde, eine Regierung, die allen Ernstes kein Geld hat für ausreichend Kita-Plätze und für gute Bildung, aber immer mehr Geld hat für Panzer und anderes Kriegsgerät, eine solche Regierung gehört doch schon allein wegen dieser absurden Prioritätensetzung abgewählt. Was ist das für eine Politik? Niemand braucht mehr Panzer und niemand braucht mehr Waffen, aber gute Schulen, gute Krankenhäuser, die brauchen wir wirklich. Und dann erzählen sie uns immer, was man alles, warum sie ja so aufrüsten müssen, dass das ja nur im Interesse unserer Sicherheit wäre. Unserer Sicherheit. Also ich meine, gucken Sie sich mal die Zahlen an aktuell. 900 Milliarden Dollar werden schon aktuell, schon noch ohne die Aufrüstungsvorhaben von dem verrückten Trump, 900 Milliarden Dollar werden von den NATO-Staaten jedes Jahr für Rüstung ausgegeben. 900 Milliarden. Allein die europäischen NATO-Staaten geben 300 Milliarden aus. Das ist ein riesiger Betrag, den kann man sich kaum vorstellen. Zum Vergleich, Russland gibt 60 Milliarden aus. Auch noch viel zu viel. Aber uns dann zu erklären, dass diese 900 Milliarden immer noch nicht ausreichen und dass wir dann noch ein paar hundert Milliarden draufpacken müssen, damit wir ja sicher leben. Und das in einer Welt, wo die UNO verzweifelt warnt, dass 23 Millionen Menschen im Südsudan, im Jemen und anderswo vom Hungertod bedroht sind. Und verzweifelt bittet, dass man ihr doch 5 oder 10 Milliarden geben möge, um diesen Millionen Menschen das Leben zu retten. Aber die hat man nicht. Die werden nicht ausgegeben, aber Milliarden für Rüstung. Und dann reden die von Wertegemeinschaft. Das ist doch keine Wertegemeinschaft. Das ist eine zynische Politik. Und ich meine, ähnlich ist es doch mit ihren ganzen Kriegen. Sie sagen ja immer, dass sie Krieg führen müssen, weil sie nicht zuschauen können, wenn Menschen sterben. Oder dass sie nicht zuschauen können, dass Frauen in Afghanistan um ihre Entwicklung beschnitten werden und um ihre Chancen gebracht werden. Ich meine, da könnte man 23 Millionen Menschenleben retten, ohne eine einzige Bombe zu werfen. Und da hat man kein Geld dafür. Das zeigt doch auch, wie verlogen die ganzen Begründungen für die Kriege sind. Das ist doch einfach nicht wahr. Oder sie sagen auch, ja, wir führen ja angeblich immer nur Krieg gegen den Terror. Seit Afghanistan führen wir ja Krieg gegen den Terror. Das war der erste Antiterrorkrieg. Ich meine, wenn man das ehrlich meint, dann hätte einem irgendwann mal auffallen müssen, dass der Terrorismus, der islamistische Terrorismus, irgendwie von Krieg zu Krieg nicht schwächer, sondern immer stärker geworden ist. Also der Islamische Staat, dessen Anschläge jetzt immer öfter auch in Europa Angst und Schrecken verbreiten. Was ist der denn? Der ist das Produkt eines solchen Krieges, eines angeblichen Antiterrorkrieges, nämlich des verbrecherischen Krieges im Irak. Ohne den gäbe es den Islamischen Staat gar nicht. Und mit jedem Krieg ist der Terrorismus stärker geworden, weil all diese Kriege vor allem Zivilisten das Leben kosten und das schürt den Hass und das macht es den Dschihadisten so leicht, immer wieder Nachschub und immer wieder neue Menschen zu rekrutieren. Und deswegen finde ich, wer über Terror redet, wer über islamistischen Terror redet, der muss auch über die Kriege reden, weil diese Kriege sind der Nährboden des Terrorismus. Und wer den Terrorismus schwächen will, der muss aufhören, die Menschen dort mit Kriegen, mit Bomben und mit Drohnen in ihrem Leben zu bedrohen. Das ist doch der erste und wichtigste Schluss.
Und wer den Terrorismus schwächen will, der muss natürlich vor allem auch die Brutstätten des Terrors austrocknen. Der muss dafür sorgen, dass die Terroristen nicht mehr an Waffen kommen, dass sie nicht mehr an Geld kommen, dass sie ideologisch nicht gestärkt werden. Und wenn man das allerdings wollte, dann muss man sagen, müsste man eine komplett andere Außenpolitik machen, als sie Deutschland macht. Ich meine, jeder weiß, dass eines der Hauptfinanziers, auch Hauptausrüster islamistischer Mörderbanden weltweit, dass das ein Land wie Saudi-Arabien ist. So, und was passiert in Saudi-Arabien? Da geben sich Merkel und Trump die Klinke in die Hand, um möglichst lukrative Waffendeals auszuhandeln. Und über die Saudis, denen wir unsere Waffen liefern, gehen die Waffen dann mit Sicherheit in alle möglichen Regionen dieser Welt. Das ist doch Irrsinn. Das ist doch, da liefern wir doch direkt den Terroristen die Waffen, wenn wir das so machen. Und deswegen als Linke sind wir da ganz klar, wir sagen Waffenexportverbot mindestens für all diese Krisen und Spannungsgebiete und islamistische Diktaturen wie Saudi-Arabien und die Türkei. Es muss doch endlich aufhören, dass man diesen Ländern Waffen liefert, mit denen sie hochgerüstet werden, um dann ihre Politik weltweit zu vertreten. Das ist doch völlig schizophren, wenn man das macht. Ich meine, ausgerechnet wir werden ja dann immer gescholten, dass wir für eine verantwortungslose Außenpolitik stehen. Ausgerechnet die Linke. Also ich finde, das sagt mehr darüber, wohin sich die Parteien entwickelt haben, die uns das vorwerfen. Das sind ja vor allem SPD und Grüne. Ich meine, es gab mal einen großen Bundeskanzler, zunächst Außenminister, dann Bundeskanzler, das war Willy Brandt. Und Willy Brandts Credo war: von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Das ist die Außenpolitik, die wir als Linke wollen. Und wenn das für die SPD heute verantwortungslos ist, dann muss ich sagen, liebe SPD, ihr habt euch weit von dem entfernt, wofür ihr mal gestanden habt. Und für die Grünen gilt das Gleiche. Ja, wir wollen eine Außenpolitik, die endlich wieder dieses Credo verinnerlicht und endlich dafür sorgt, dass von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgeht, keine Bundeswehrsoldaten mehr in Kriege geschickt werden, keine Waffen mehr an Kriegsgebiete geliefert werden. Das wäre doch der größte Beitrag, den unser Land zum Weltfrieden und zur friedlichen Konfliktbeilegung leisten könnte. Und dafür stehen wir und dafür kämpfen wir auch, dass das endlich deutsche Außenpolitik wieder wird. Ja.